Hallo Freunde, unsere Geschichte heute geht um jemanden mit dem Namen Josia. So, ich gebe euch mal ein bisschen Hintergrund zu dem Josia. Der Josia war ein junger Mann, der ist in einem Haus aufgewachsen von einem König. Sein Vater war König und sein Vater ist nicht Gott nachgefolgt. Genauso wie sein Großvater. Sein Großvater war genauso einer, wo Gott nicht nachgefolgt ist und sein Leben gelebt hat auf so wie er Lust gehabt hat und ganz komische Wege und auch viele Sachen gemacht hat, die Gott missfallen sind. Aber sein Großvater, der ist umgekehrt an einem bestimmten Punkt und hat Gott um Vergebung bitten und ist dann wieder in die richtige Richtung gegangen. Sein Vater hingegen, der hat sich nie verändert. Der ist immer auf seinem Lebensweg geblieben und ging immer in eine schlechte Richtung. Und er hat immer die Götter anbetet. Und damit hat er auch die ganzen Leute von Israel mit sich gezogen. Und die haben das Gleiche gemacht. Die Leute, die er regiert hat, hat er genauso in die schlechte Richtung gebracht, die wirklich nicht Richtung Gott war. Und dann hat er da erlebt, wie das auch nicht ideal war. Es war ein wirkliches Problem. Und dann irgendwann ist der König von seinen eigenen Dienern und seinen eigenen Leuten umgebracht worden. Und dann sein Sohn, der ist ja in dem Umfeld aufgewachsen. Das heißt, wenn sowas dein ganzes Leben siehst, kannst du dir vorstellen, wahrscheinlich er wird da wahrscheinlich auch nicht so gut rauskommen oder wird irgendwelche gewaltigen Probleme im Leben haben. Aber das war in dem Fall nicht der Fall. Der Josia ist ein Mann geworden, der Gott nachgefolgt ist. Er ist mit 8 Jahren König geworden und hat dann für 30 Jahre in Israel regiert. 8 Jahre ist relativ jung, um König zu werden. Also, so wie ich mir das vorstelle. Mit 8, da hätte nichts regieren können. Das stelle ich mir heute sogar noch schwierig vor. Aber der junge Mann, das war ein sehr, sehr junger Mann. Aber sein Herz war total für Gott. Und er wollte Gott kennenlernen. Und was macht er? Er bricht die Altäre nieder für andere Götter in seinem Land. Er bringt die Menschen zurück zu Gott. Er leitet sie zurück zu Gott. Aber wieso? Weil er auf Gott schaut, selber, wie der David. Und wahrscheinlich hat er auch von David gelernt, also es war ja viele Generationen zurück, aber von den Geschichten, die er von ihm gehört hat, wie der David König war. Garantiert hat er von ihm gelernt und dachte, ja gut, der David, der ist einer, der hat immer auf Gott geschaut und hat von Gott sich leiden lassen. Und so will ich auch weitermachen. Und was macht er? Er verändert das komplette Land. Und dann kommt ein Punkt, wo sie die ganzen Gesetze von Gott wiederfinden und dann unterrichtet er die ganzen Leute wieder. Nicht er selber, aber seine Propheten oder seine Priester. Die unterrichten die Leute wieder über Gott und über seine Liebe für sie. Es ist Wahnsinn. Und der Josia, der macht so einen riesen Unterschied in dem Leben von den Menschen. Echt genial. Also es ist wirklich super spannend, wenn man so seine Geschichte liest. Wenn man die Geschichte anschaut, kann man viele Parallelen an unser Leben ziehen. Wie oft haben wir es erlebt, dass wir uns disqualifizieren, weil wir auf bestimmte Wege aufgewachsen sind oder bestimmte Sachen von der Vergangenheit mitgekriegt haben. Aber wir sehen in dem Fall ganz klar, das muss uns nicht zurückhalten von irgendwas. Gott kann uns benutzen. Gott kann uns weiterleiten. Gott kann uns vorwärts bringen. Ganz egal, was passiert, er kann uns weiterleiten. Und das sieht man ganz klar an dem jungen Mann. Gott hat den jungen Mann geleitet und hat Veränderung durch ihn gebracht. Und er hat die Welt verändert durch ihn. Das ganze Volk Israel mit einem ganz schlechten Aufwachsen. Aber wieso? Weil er seine Augen auf Gott gelegt hat. Und das muss jeder einzelne von uns auch machen. Die Woche möchte ich herausfordern. Stell Gott die Frage, wo habe ich was falsch gelernt in meiner Vergangenheit? Und was ist deine Perspektive, Gott? Was ist das Richtige? Die richtige Perspektive. Und dann, Herr, bitte ich dich, dass du mich heilst in dem Bereich und dass ich in deiner Perspektive von jetzt an lebe. Du bist nicht disqualifiziert wegen deiner Vergangenheit. Gott kann die ganz einfach heilen und sie benutzen in unserer Zukunft.
Gott kann jeden Einzelnen von uns benutzen und einen großen Unterschied machen. Aber wir müssen wählen, uns von ihm benutzen zu lassen. Lass dich durch die Geschichte von dem Josia ermutigen. Lass dich ermutigen, dass Gott jeden Einzelnen von uns gebrauchen will. Und dass unsere Vergangenheit nicht unbedingt unsere Zukunft bestimmen muss, wenn wir auf Gott schauen und uns von ihm anleiten lassen. Vater, ich bitte dich darum, dass du jeden Einzelnen segnest in dem Bereich und dass du jedem Einzelnen zeigst, wo Bereiche in unserem Leben sind, wo wir wirklich uns verändern müssen und vielleicht eine neue Perspektive kriegen müssen, mehr deine Perspektive. Und dann lass uns mit der Perspektive vorwärts gehen. Wo wir falsch was gelernt haben, lass uns mit deiner Perspektive weitergehen. Und bring Heilung von dem falschen Verstehen. Kam vielleicht vom Elternhaus oder kam, wo Osa herkam, von der Schule vielleicht. Und dann lass uns auf dich schauen und dann in deinem Plan vorwärts gehen. Danke, Herr, dafür. In deinem Namen beten wir. Amen. Hab eine super gesegnete Woche. Bis bald. Tschüss.